So, moin moin. Bin zurück. Moin André. Ich trinke mal nochmal einen kurzen Schlückchen. Ich sehe ja. Ja. Ab ist es schon live. Hast du so gemacht, dass und dich auch nicht? Dann machen wir alles aus. Geht das? Ja, doch, das geht. Ja, naja, weil dann nervt das nicht im Stream. So. Wenn zwei gleichzeitig sprechen, das meine ich. Naja, aber dich bei mir. Echt? Das kannst du aber auch machen. Erweiterte Einstellung. Mikrofon, Audio ebenfalls, oder? Ebenfalls übertragen. Wartet mal, Chat. Chat Audio. Wartet mal, Chat kurz. Zulassen, dass deine Stimme ge genau findet. Du musst da nämlich auf Party im Menü auf. Also klar, bei dir ist es ein bisschen anders. Nicht zulassen. Mal Audioeinstellungen und dann steht da zulassen, dass deine Stimme geteilt wird. Ja. Was steht da bei dir? Steht da Audioeinstellungen? Mach mal. Ja, genau, nicht zulassen.
Ah, bei mir auch. Und dann hören wir uns beide nicht im Stream. Also bei dir und ich nicht und ja, passt. Wenn ich Party darf, sag Bescheid. Dann grad noch nicht, vielleicht dann. Wir spielen jetzt gegen Stuttgart. Schade, wie in echt, aber in echt geht er ja auch. Habe ich gehört. Moment, Chat, ich schau mal kurz, ob ich die Aufstellung gemacht hatte. Ja, okay, ich habe die Aufstellung, glaube ich, noch nicht gemacht, so wie sie aussieht. Ist gut. Gut, richtig. Ich würde sagen, Baumann. Ahrens. Den mal spielen lassen und dann würde ich den spielen lassen, den spielen lassen, Sabri Zing muss mal wieder spielen, für Paqueta würde ich den mal rein tun. Gut gespielt. Susa. Alt. Philipp. Malen als. Ah, das ist gut. Ich auch nicht. Oder RM, genau. Also RFNF. Stuttgart. 6 Punkte spielen. Da will ich natürlich gewinnen, Chat. Das müssen wir. Wen spielst du in den Verteidigung? Ah, okay. An passt. Ich würde sagen, geh mal rein gegen Stuttgart. Erste Halbzeit spielen wir. Ja.
Garcia. Na, Bank. Wir melden uns Weiß ich heute aus nicht. dem Weserstadion, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren heißen heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Werder Bremen gegen VfB Stuttgart. Ein Freundschaftsspiel also, aber das wird wohl trotzdem intensiv, da beide sich eine Menge vorgenommen haben. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Zwei Treffer zuletzt für ihn. Entsprechend wird er hier auch heute auftreten. Silvia, welche Position hat er? Nein, nein, hier, ja. Ah. Werder Bremen heute in dieses Spiel. Baumann, Salquist, Ahrens, Bella, Mbom, Salifu, Singh, Ninna, Manuf, Asun, Klome. Da sehen wir die heutige Aufstellung der Stuttgarter. Sörensen, Igor Anton, Gudmundsson, Acosta, Elneny, Liebeling. 3-2, also erstmal ein Riegel hinten und dann und so. Umschall. Mbabu und So auf der Bank. Paulinho. Krass. Gegen Stuttgart jetzt. Ein Sieg ist Pflicht. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Schöner Einsatz. Ball nicht im Aus. Es könnte gefährlich werden hier. Da ist die Flanke ins Zentrum. Und jetzt ist diese Szene beendet. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Neuer Spielstand damit 1:0. 3 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für das Update. Sie ziehen an der Spitze einsam ihre Kreise, Buschi. Ja, und es scheint ja wirklich so, als könnte ihnen da überhaupt keiner gefährlich werden. Ich bin gespannt, wie es heute läuft. Gute Chance. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Sie können sich absolut auf ihn verlassen. Also das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Elneny jetzt. Das könnte was werden. Guter Spielaufbau. Er hat die Chance zur Führung. Guter Versuch, aber kein Tor. Na, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Das war keine gute Aktion. Die Stuttgarter können über außen kommen. Da kommt die Hereingabe. Da können sie klären. Oh, der Ballgewinn. Das war ein Fehler. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum.
also nicht gereicht in dieser Szene. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. 1-0 Stuttgart. Scheiße. Mist. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir nicht sehen gut. Kopter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Werder Bremen macht hoch. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Alter, was? Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Da ist die Chance. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Ja, da hätten sie weiter davonziehen können. Es war viel Pech dabei. Ball landet am Aluminium. Das Ding hätten sie gerne mitgenommen. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Er schlägt den Ball raus. Für die Zeitlupe. Abseits angezeigt. Aus meiner Sicht enge Kiste. Das hat er geahnt. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Aber dann schleicht sich doch der Fehler ein. Weg ist läuft nicht gut gegen Stuttgart. Da musst du es anders so machen. Aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Boah. Eigentlich gut gemacht, fast. Oh, das gibt. Er kommt an den Ecke. Ball per Rechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das macht dir das Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Da oh mein Gott. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Da stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Emboom. Und jetzt. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Gibt's nicht hier in Stuttgart nicht immer noch hinten. Jetzt nimmer. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgang. Jetzt die Ecke. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Mann, wir kriegen kein Tor rein. So, Ecke kommt. Da kann er jetzt erstmal klären. Auf den ist einfach Verlass. Björns Postpfiff, gleich geht es hier also weiter mit. Oh, Philipp. Bayern führt gegen Dortmund 1-0 bei mir. Ja. Mannhöf, Clement, die spielen gut, der Rest spielt nicht gut.
Wechsel nicht. So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Komm. Wir spielen die zweite Halbzeit auch, Chat. Mohamed Elneny. Luciano Costa. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Jetzt kann er es machen. Den Elter, da macht er sich lang. Ganz ja. Gute Chance jetzt. Es gibt einen Eckball. Der kurze Eckball. Hereingabe in die Mitte. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power. Eine leichte Nummer. Hart, aber fair. Faul. Den Ball mit der Grätsche. Und jetzt ist oh mein Gott. Er macht das Tor. 0-2. VfB. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann wie kann es sein, dass sie 2-0 gegen mich führen? Da haben sie am Ende keine große Mühe. Spielstand 2-0 im Moment. Oh, das war stark. Flanke geht in den Strafraum. Und es war nicht stark. Können sie also nichts machen. Es gibt einen Treffer im Freiburg-Spiel. Alle Infos kommen jetzt aus dem Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer. Für Freiburg, der neue Spielstand heißt nun 2-0. Gespielt sind hier 53 Minuten. Danke für das Update. Zieht ab! Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus. Er hat den Ball, gute Aktion. Jetzt kann das Tor fallen. Gute Aktion vom Torhüter. Ecke kommt in den 16er. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Er kann es machen. Tor für den 3-0 Stuttgart. Hä? Tja, Sie können zunächst klären. Wir sind hier nochmal in der Wiederholung. Aber das ist nicht konsequent genug. Und dann fällt fast als logische Konsequenz doch der Treffer. Wir gehen kurz ab ins Studio. Im Spiel von Dortmund hat es einen Treffer gegeben. Wir haben hier das erste Tor für Borussia Dortmund. Der neue Spielstand damit 1-1. Junge, Junge, Junge. Minuten sind hier gespielt. Danke für dieses kurze Update. Der VfB Stuttgart hat beim Ballbesitz klare Vorteile im bisherigen Spielverlauf. Und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen um. Das Ergebnis ist die Führung. Sie streben einen Sieg entgegen. Schön die Flanke abgeblockt. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Ecke kommt rein. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Wie kann das sein? Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Jetzt komm. Gute Chance. So langsam wird's gefährlich. Er geht dazwischen. Yes. So. Ja, die sind gut. Wir machen mal den Wechsel. Dann würde ich sagen, machen wir den Wechsel. Dann würde ich sagen, machen wir den Wechsel. Und dann würde ich sagen, machen wir den Wechsel. Und dann würde ich sagen, machen wir noch den. Die Wechsel werden wir durchziehen. Schneller Aufbau und wir gehen offensiver. Der Strafstoß ist yes.
3-1 nur noch. Paqueta mit dem 3-1 für Bremen, also 1-3. Ja. 3-1 heißt es also jetzt. Fast. Da sehen wir den nächsten Gegner, mit dem sich der VfB Stuttgart messen wird. Es geht gegen Schalke im nächsten Spiel in der Bundesliga. Und sonderlich große Probleme sollten die da eigentlich nicht haben. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Da geht er vorbei. Und er schießt. Müssen wir besser machen. Vielleicht können sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen. Die Fans hoffen drauf. Da oben, der fordert den Ball. Es tut sich was in Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Mönchengladbach. Torschütze ist Anderson Talisca. Volley hat er diesen Ball genommen. Hat einfach mal abgezogen und drin war der Ball. Der neue Spielstand damit 1-1. 75 Minuten sind gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Das muss es was sein. Macht er gut zu. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ein Foul. Den Ball hat er. Als ob. Es gibt eine Treffer im Spiel. Keine Chance. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Der Torschütze heißt Diogo Rossi. Da hat er keine große Mühe. Den Ball musste er nur noch über die Linie bringen. Naja, mit eine Niederlage gegen Stuttgart. Also schade. Zu 1. Gespielt sind läuft halt weiterhin scheiße. Dankeschön für diese Infos. Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. Komm. Yes. 2-3 Anschlusstreffer. Moin Erik. Das Tor wird gut tun. Hier sehen wir es nochmal in der. Der Wiederholung. Eigentlich waren sie schon so ein Tor noch, come on. Jetzt sind sie wieder da. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Wenn wir es unentschieden machen, dann ist gut. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Und was machen wir wieder? Scheiße. Jetzt können wir gucken, dass wir nicht noch ein Gegentor kassieren. Super dieses Zuspiel. Niederlage. Fuck. Mehr als diese Niederlage war heute. Bayern gewinnt gegen Dortmund. Scheiße. Also es ist geil, aber in unserer Situation gerade nicht gut. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind.
Super Auftritt heute von Paqueta. Wir müssen lernen. Hätten sie nach dem letzten Tor noch einen Ausgleich gehofft. Der Gegner war besser. Ich danke Ihnen für was das denn? Kann man machen. Kann man machen, aber ich sag dann, wenn du ihn holst, ich weiß nicht so ganz, aber vielleicht Laie. Warum? Nein, ich meine holen und verleihen. Das meine ich. Ja. Hornleihe wird gemacht. Gut. Jetzt kommt Union Berlin, wir sind 12. Platz. Wir werden ein bisschen rotieren, glaube ich. Jetzt kommt Anderlecht. Ja, okay, müssen wir gar nicht so rotieren, finde ich persönlich. Julian. Sing Paqueta. Würde ich den reinmachen? Den da. Clement oder Schuranov? Würde Schuranov sagen. Und Clement hier so. Anpassen. Einstellung.
Simjakis, Carvalho, Möwal, Seguin, Sibacö. Ja, nein. Simulieren. Beide Mannschaften sind bereit. Neue. Es geht los. Den machen wir. Gegen Union. Ja. Oder geht am Gegenspieler vorbei. Ja. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da lässt er nichts ja. zu. Lucas Paqueta. Er sucht die Chance. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Super Volley, aber kein Tor. Es war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Kevin Möwald. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Sibacö. Da lassen sie den Ball gut laufen. Und er schießt. Gehalten. Stark. Der geht weiter. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Er blockt die Hereingabe ab. Die Ecke kommt rein. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Es gibt's nicht mehr. Toll, Jan. Da geht er vorbei. Jawohl. Und da fällt der Ausgleich. Klemen. 1:1. 1:1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Aufpassen muss. Und jetzt ist diese Szene beendet. Tolles Zuspiel. Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor, die Gefahr ist bereinigt. Ecke kommt. Pause. Haben wir irgendwie Ausdauerprobleme? Bella Kotschap langsam nochmal. Dann würde ich aber noch lassen. So. Mit dem Unentschieden gehen wir wieder rein in diese Partie. Es geht los mit dem zweiten Durchgang. Die Schiedsrichterin pfeift unnötig diese Aktion. Sah fast schon gelbwürdig aus. Ja, schade, da hätten sie mehr draus machen können. Es gibt einen Treffer im Freiburg-Spiel. Alle Infos kommen jetzt aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Freiburg. Torschütze war Michael Gregoritsch. Er nimmt Maß fast schon zu genau. Ball geht erst ans Alu, aber dann doch ins Tor. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 52 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Das muss Freistoß geben. Klare Entscheidung der Schiedsrichterin. Freistoß wird ausgeführt. Lucas Paqueta. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Sibacö. Der wäre gut gekommen. Die Chance hier. Sie holen sich die 2:1 Union. Das ist das Tor. Ah, sie sind heute einfach richtig stark. Also Liga läuft total scheiße bei mir, ne?
Irgendwie die ganze Saison schon in der Liga. 13. Ja. Vierter. Ja. Langsam, das war's eigentlich schon. Eigentlich war's, das kann man sagen. Was los? Keine Ahnung. Es läuft grottenschlecht. Ich weiß nicht, was die da zusammenspielen, ey. So, geht hier noch was? Wow, jetzt haben die nicht mal gewechselt. Hier nicht mehr zu spielen. Und dann ist der Ball weg. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Kein Tor, weil da ein echter Meister im Tor steht. Mhm. Ein echter Könner. Ja, bitte. Yes. Und weiter. 2-2. Alles wieder offen hier. 2-2. Ball weiter im Spiel. Füllkrug. Es geht um die Gegentore gerade in dem Spiel jetzt. Ne? In dem Spiel. Wir dürfen nicht zu offensiv gehen. Könnte durchaus gefährlich werden. Klasse Einsatz. Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Treffen und jetzt komm. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. So, das war's. Es bleibt hier beim Unentschieden. Sind hier ganz spät wieder reingekommen. Ach Mann, 2-2 gegen Union. Und Dortmund und Bayern 1-1-2-2. Warum in der Liga so scheiße? Es gibt's nicht. Ja, klar, noch einen besseren Torwart. Ich mach's unrealistisch, genau. Und außerdem die Verteidigung baut auch die Scheiße. Der Torwart ist eigentlich nicht einmal so verkehrt. Es läuft so. Also, keine Ahnung. So, ein Jugendspieler geht. Leihbasis. So, dann gehen wir weiter. Bin in die Europa League. Anderlecht. Hoffentlich gewinnen wir da. Frist für Benennung juckt nicht. Horn ist ausgeliehen. Unser Ziel ist gefährdet. Ja, dieses Profit von Jugendspielern da. Ja, ich muss echt einen CL-Platz erreichen in der Liga. Also das eine werde ich nicht schaffen und CL-Platz wahrscheinlich auch nicht. Eieiei, das wird eng. Ob ich da lang Trainer bleibt noch? 2-2 Tipps. Du, Anderlecht, spiele ich übrigens selber, ne? Ich sag, wie es ist, wir können... Oh, danach ist Leipzig dran. Leipzig wird auch kein Zucker schnecken.
Moin Lord, was geht bei dir? Ja, Baumann darf ran. Dann würde ich sagen, darf Aarons ran. Bisek darf ran. Manöv darf ran, Boom darf ran. Salifu. Paqueta. Raus mit denen. Ninma und Singh würde ich sagen. Shuranov, Klemen. Asson. Wen spiele ich denn? Shura und Klemen? Aha. Ich würde es so machen. Dann würde ich den nehmen. Und würde den nehmen und würde den nehmen. Und würde es so machen. Jetzt kommt Anderlecht. Erstmal die Pressekonferenz. Thank you guys, thank you for joining us. We'll take questions now. Wie werden sie das nächste Spiel angehen? Wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Kommen sie in die nächste Runde. Vorsichtig. Müssen wir... Zuletzt haben sie tolle Leistung gezeigt. Kann das so weitergehen? Konzentrieren. So nämlich. Und dann tue ich meinen Traineranzug ändern. Weißes Shirt? Nee, nee, nee. Wir wollen... Ich ziehe einen Sakko Königsblau an. Weil wir müssen Champions League... lässiger Stil, würde ich sagen, bleibt. Ja, Schuhe bleiben auch. Immer rote Schuhe hoch. Nee, das passt aber nicht mehr mit dem Outfit. Wobei, es ist eigentlich wurscht, dass es in Schuhe ist so. Wir schauen mal, ob es noch was anderes gibt. Königsmauschuhe, den Spaß. Schwarze Schuhe. Nee, wir bleiben mehr rot. Komm mal. Partie spielen. So, jetzt kommt Anderlecht. Da bin ich gespannt. Ja. Schnee im März. Wollt ihr mich? Ja, Schnee, ne? Ja, es läuft echt nicht gut in der Liga. Emre.
In der K.O.-Runde der UEFA Europa League müssen heute zwei alte Rivalen gegeneinander antreten. Wir freuen uns auf eine spektakuläre Partie. Gleich kann es hier losgehen mit Anderlecht gegen Werder Bremen. Heute Abend melden wir uns aus einem verschneiten Stadion, liebe Zuschauer, und damit herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf das Achtelfinal-Hinspiel dieses Wettbewerbs. Werder Bremen gegen RSC Anderlecht. Hinspiel also in diesem Achtelfinale, Wolf, und es ist ja logisch, was beide vorhaben, sich die perfekte Grundlage fürs Rückspiel zu holen und dann wollen sie den Einzug ins Viertelfinale klar machen. Große Ambition. So geht Werder Bremen heute in dieses Spiel. Auf geht's, Werder. Junge, Junge. Der muss eigentlich weg, da der Sechser. Und mit diesem Personal geht Anderlecht heute ins Spiel. So, wen gibt's nah? Kenne ich jemanden von den Spielern? Raman kenne ich, das macht man schon. Viele Varianten für den Spielaufbau hast, viele Optionen. Du bist kaum ausrechenbar für den Gegner. Auf geht's gegen Anderlecht. Weg ist der Ball. Diawara. Sean Longstaff. Abgefangen dieser Ball. Ach. Klasse Pass. Er hat weiter den Ball. Ball ist weg, aber geht da noch was? Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Na, die Frage ist, packt er den Torrekord? Im Augenblick würde ich sagen, ganz kurz, sie kommen jetzt. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Ecke kommt rein. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Ein oh! Was für ein 1-0 im Boom. Kann schon überraschen, dieser Schuss aus dieser großen Entfernung, alles richtig gemacht. Ein klasse Treffer. Sein erstes Tor. Sie wichtig. Sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, starker Pass. Sie haben geklärt.
unaufhaltsam. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Oh. Jetzt ist der Gegner am Ball. Legt sich den Ball hin, gleich kommt die Ecke rein. Ecke wird kurz ausgeführt. Jawohl, Bayern. Gibt Abstoß. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Sie machen zu, ah, das war wichtig. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Jawohl, Meier. Verteidiger ist dazwischen. Abschluss geben jetzt. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen. Scheiße. Von vorhin gibt es Geld. Gut von Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Rama. Ball ist erstmal weg. Rahman. Der Ball ist weg. Sie bauen geduldig auf. Man spürt, dieser knappe Rückstand muss noch nichts heißen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Ball noch im Spiel. Stark gemacht. Gut dazwischen gegangen. Da kommt der Pass. Ganz stark aktiv. Ja. Ecke in die Mitte. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Aber er kann aufatmen aus dieser Szene. Wird erstmal nichts. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Wie wird er entscheiden? Ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut. Hingeächtet. Sabre Zing, come on. Den Ball zu erlauben. Ja, zu. Hand. Da stand er gut und gibt Freistoß. Fairer Einsatz hier. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Er zieht ab. Ja, war wichtig, dass er da zur Stelle ist. Er holt sich den Ball. Sie haben den Ball. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Eine Minute nach Spielzeit bekommen wir noch. Es ist Pause. Das war's für den ersten Durchgang in dieser Partie. Nach einer kurzen Unterbrechung machen wir hier gleich wieder weiter.
Leverkusen Führung. Mbomo und Shuranov waren gut. Von der Bewertung her. Achi Boateng und schon noch von gut. Mehr brauche ich noch nicht machen. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Ach du Scheiße. Das war nicht gut. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Schön zugemacht, sie unterbinden diesen Angriff. Jetzt können sie vielleicht kontern. Da, der Konter. Jetzt vielleicht. Das macht er stark. Druck ist im Moment enorm hoch, da verlieren sie den Ball. Vielleicht die Schusschance, die Fans sehen es genauso. Und er gibt ihn, er gibt den Elfmeter. Sie können erhöhen. Elfmeter. Ja. 2-0. Sabretzing. 2-0 steht sie hier, sie machen einen guten Eindruck. Bald ist es soweit, das nächste Spiel in der Bundesliga für Werder Bremen. Dann geht es zu Hause gegen Leipzig. Das hat doch das Zeug zum Klassiker, wenn du mich fragst. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Aber wir sehen's, Ballverlust. Ah, da geht er vorbei. Und da ist jetzt Platz. Klasse gehalten. Boah. Stark gemacht, verhindert hier ja, den sicheren Treffer. Jetzt der Eckball. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Diawara. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt können sie kontern. Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Geh runter. Er fängt diesen Ball ab. Souverän, wie sie das hier machen. Jawohl. Führung damit, 3 Tore. 3-0. Super Aktion, alles einfach stehen, setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung. Aarons. Ne, sag mal Mannhof. Und Nimmer. Mannhof Nimmer. Tonian. Nimmer kann raus. Paqueta rein. Shuvalov Klemen.
Bella Kotschop raus für Salquis. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Was gibt er jetzt hier? Machen Sie gut, Steilpass. Aber ist die Abwehr doch da. Aus diesem Steilpass können Sie also nichts machen. Rahman. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Jetzt kommt der Wechsel. Rahman. Leichte Beute, kein wirklich starker Freistoß. Bremen mit dem Platz auf außen. Flanke kommt in die Mitte. Da ist die Chance. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Ecke kommt in die Mitte. Boah, wie hat er den denn gerettet? Ganz starker Einsatz. Oh, ja. Der kommt an den Ball. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. 4 Tore Führung. 4-0. Das Ding ist durch. Ja. Aber Kopfballtor von keine Ahnung. Ne. Ja, Sie können zunächst klären. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Aber das ist nicht konsequent genug. Und dann fällt fast als logische Konsequenz doch der Treffer. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Waldschmidt. Die Flanke bleibt hängen. Da wäre Platz für den Konter. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Nee, Ballverlust. Gute Balleroberung hier. Da ist die Flanke. Leichter Ball für Baumann, natürlich. Oliver Baumann. Pass zum Gegner. Ist gut. Diawara. Waldschmidt. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Lukas Paqueta. Platz zum Konter. Die Riesenchance. Oh, da trifft er die Latte. Sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Sean Longstaff. Schlusspfiff. Und 4-0 Sieg gegen Anderlecht. Haben dieses Hinspiel also gewonnen. Ziemlich gute Voraussetzungen. Also sind wir eigentlich weiter. Leverkusen gewinnt auch gegen Rayo. So. Just a couple of questions for you.
reicht dieser Vorsprung für die nächste Runde. Wir wollen immer gewinnen, ja. Ja, normal schon. Wie zufrieden sind sie mit dem heutigen Sieg? Jetzt wird sich auf Leipzig konzentriert, nächstes Spiel. Wie schwer war es Anderlecht an der Chancenverarbeitung zu hindern? Wir haben unser Spiel gemacht. No further questions, thanks. Oh, jetzt gegen Leipzig Platz 2. Wir sind 12 da, ey. Ja, Leipzig. Wäre geil, wenn wir da einen Punkt holen, sag ich mal. Aber wir müssen gewinnen eigentlich. Es ist unser Ziel hier zu gewinnen gegen RB Leipzig. Oliver Baumann spielt gegen Leipzig. Dann würde ich sagen, spielst du. Fontanarosa würde ich sagen. Salifu. Im Boom. Sing. Paqueta. Schuranov und Klemen. Da würde ich De Sousa reintun. Dann würde ich Bella Kotschap mitnehmen. Tonian. Und die würde ich mitnehmen. Pressekonferenz. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. Wie gehen Sie mit der Spielmoral um? Eine gute Moral wird uns helfen. Was haben Sie sich heute ausgedacht? Wir geben alles. Glauben Sie noch an den Einzug in die Champions League? Wir müssen konzentriert bleiben. Für heute haben wir es. Anpassen. Einstellungen. Leipzig werde ich spielen, Chat. Alle
Bayern versprechen sich eine Menge von dieser Partie. Ist ja auch kein Wunder, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen. In einigen Minuten kann es hier losgehen mit Werder Bremen gegen RB Leipzig. Viel Spaß mit dem neuen Torhüter. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Willkommen hier im Weserstadion. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Werder Bremen gegen RB Leipzig. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. In der Abwehr ist Leipzig dieses Jahr sehr stark. Man hat aktuell die beste Defensive. Leipzig ist die beste Abwehr. Das ist die beste Defensive. Steht unglaublich gut. Die Räume werden eng gemacht, wird hart gespielt, wird konzentriert gespielt. Und ich bin sicher, das wird auch hier in diesem Auswärtsspiel wieder genauso der Fall sein. So geht Werder Bremen heute in dieses Spiel. Mohamed Aarons Bissek von Tanahosa Manus Dalifu im Boom. Paqueta Singh, Clement de Sousa. Was sie immer wieder schaffen, ist enorm. Gulashi, Angelino, Entica, Zuma, Weindal, Kraus, Soler, Chukwueze, Nkunku, Fernandes und Richarlison. Nur gegen Leipzig wird jetzt ein verdammt schweres Spiel. Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Anstoß Leipzig. Das gibt Freistoß. Wie gut sind die. Da trennt er ihn fair vom Ball. Richarlison. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Gute Aktion. Ball weiter im Spiel. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Neuigkeiten zur Partie im Olympiastadion. Ein Tor ist gefallen. Rüber ins Studio. Da gibt es alle Infos. Wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Schütze des Tores war Paulinho. Da bekommt er den Ball herrlich durchgesteckt und legt ihn das Ei völlig abgezockt ins Nest. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 8 Minuten. Interessante Info. Dankeschön dafür. Mit etwas weniger Power geht der rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber Arends. Nicht drin das Ding. Lucas Paqueta. Das ist die Chance. Nein. Das sah gut aus. Klasse, dieser Wolle. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Samuel Chukwueze geht dazwischen und hat den Ball. Das macht er gut. Das sieht vielversprechend aus. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Der Verteidiger ist da, er hat den Ball.
So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe mal eben rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hertha BSC. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 20 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Samuel Chukwueze. Er bekommt Hilfe. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Macht er ihn. Da sind sie. Schiedsrichterin. Pfeift den Meter. Sofort kommt hier der Pfiff. Jetzt können sie das 1:0 machen. Elfmeter und Tor. 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 Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Er versenkt den Strafstoß. Sabret Sing Sing. Leipzig ist hinten. Weiter geht's. Christopher Nkunku. Richarlison. Vielleicht der Ausgleich. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Ecke kommt in die Mitte. Nein, keine gute Befreiung hier. Die Szene damit beendet. Samuel Chukwueze. Jetzt können sie den Angriff starten. Baumann muss hier aufpassen. Und jetzt der Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Die kurze Ecke. Muss Abschluss geben. Das ist natürlich eine eher schwache Ballbesitzstatistik in diesem Spiel von Werder Bremen. Aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise und das zählt am Ende. Aktuell sind sie im Ballbesitz, vielleicht entwickelt sich jetzt was. Lucas Paqueta. Jetzt hat er den Ball. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ja, könnte was werden. Die Leipziger machen Druck. Ja, der Schuss jetzt. Ja, toll gehalten. Ich komme gleich wieder. Ich muss kurz.
Was mache ich? Wo bin ich? Achso. Leipzig mit der Ecke. Gefährlich. Ganz sicher. Oh mein Gott. Ecke kommt rein. Klasse gerettet. In höchster Not. In aller höchster Not. Alter. Das Ding war fast drin. Und direkt die nächste Ecke. Kurze Variante bei dieser Ecke. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Diesen Pass holen sie sich. Richarlison. Ja, vorbei ist er. Baumann mit dem Hechtsprung. Der Sousa. Ecke kommt in den 16er. Carlos Soler. Flanke landet beim Gegner. Jetzt der Schuss. RB Leipzig. Abseits. Nee. Unentschieden. 1-1. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein. Dann kommt der Volley. Die Situation perfekt. Fernandes. Da ist alles drin, was du brauchst. Präzision, Druck, einfach nur gut gemacht. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Da ist Samuel Chukwueze. Vielleicht die Führung jetzt. Chance lebt noch. Ah, Glücksding. 2-1 RB Leipzig. Scheiße. Ich kann den Ärger verstehen, da war sie unaufmerksam. Die erste Hälfte Scheiße. Ist damit vorüber. Eieieiei. 2-1, das ist schlecht. Ja. Wahrscheinlich. Bremen kann über außen kommen. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so.
Da ist das Pressing erfolgreich. Sie versuchen es. Das macht er sicher. Wechsel bei RB Leipzig. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgang. Jetzt die Ecke. Da konnten sie nichts draus machen. Jetzt die Hereingabe. Da geht er vorbei. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Ball kommt gut, aber er ist da, macht er ganz sicher. RB Leipzig mit dem Wechsel. Der Ball kommt rein. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Freistoß für uns. Freistoß kommt. Exzellent, aber die Parade-Taktik war sogar noch besser. Ecke, das ist die Chance zum Ausgleich. Schiedsrichterin, yes. Jetzt können sie den Ausgleich schaffen. Leider. Oh, stark gemacht. Ganz stark gemacht. Ja, die halten. Da kommt die Ecke. Und gekehrt. Gute Aktion jetzt. Das könnte es sein. Kulaji, da macht er sich ganz lang. Er versucht's. Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor. Die Gefahr ist bereinigt. Ecke kommt in die Mitte. Den Ball kann er klären. Sie stören früh, da ist der Ball. Zuma. Richarlison. Gute Aktion. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. 3-1 RB. Das ist jetzt bitter, ey. Arends, wen haben ihn, meinst du? Achso. Die Außenverteidiger, die Sechser. Achter, De Sousa, uiuiui. Die sind nicht gut in dem Spiel. Ja, ich würde mal Arends raustun, Tonjan rein, Bella Kotschap rein, den Boateng. Dieses Blinken da immer. Jetzt kommt hier der Wechsel. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Toll, ja. Lucas Paqueta. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Sie kommen über Christopher Nkunku. Richarlison. Macht eigentlich alles, oh mein richtig, Gott. Aber der Ball geht doch knapp über die Latte. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe bei ihm rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist... Ja. Ball ist drin. Anschluss. Der erste Versuch wird noch gut gehalten, aber da gibt es nichts mehr zu
Klimen. Nachschuss, Tor. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade. Richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden. Und das ist eben gefährlich. Nächste Chance. Das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. So. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Ja. Flache Flanke jetzt. Ganz souverän hier vom Torhüter. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Er ist frei, da kann was draus werden. Tor! Ja. Sie sind wieder drin in diesem Spiel. 3-3 gegen RB. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und das sieht unrealistisch, weil er bei Bayern halt war. Ne? Der Ausgleich ist gefallen. Jetzt heißt es 3-3 und vielleicht war das noch nicht alles. Dribbling in die Mitte. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Diese Info zum Geschehen auf dem anderen Platz musste leider unterbrochen werden. Der Treffer also für Bayer Leverkusen. Sie sind jetzt mit 2-1 vorn. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät nochmal die Chance. Oliver Baumann. Das gibt Freistoß. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Richarlison. Ja, vielversprechender Steilpass. Schöner hoher Ball. Das macht er stark. Das war nicht so gut von uns. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Ja, ganz sicher. Ball ist aus. Werder Bremen macht hoch. 4-3. 4-3 für mich. Ja. Alter Schwede. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das. Paqueta, Junge. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Samuel Chukwueze. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Sofort die Entscheidung durch die Schiedsrichterin. Gibt Freistoß. Schiedsrichterin begnügt sich mit einer Ermahnung. Schon erstaunlich, aber völlig klar. Nochmal so ein Einsteigen und dann wird das nicht mehr reichen. Bremen mit dem Platz auf Außen. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Weiter gefährlich. Das war zu halbherzig. Ihr hört den Schlusspfiff, der Sieg gewonnen gegen RB. Sie haben bis zum Schluss diesen Willen gespürt. Sie wollten 4-3 und haben ihn, wenn auch spät, bekommen. Jetzt können Sie. Bayern gewinnt, Leverkusen gewinnt. Ja. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns übergekommen sind. Super Leistung heute von Clemen. Ihr Kommentar. Insgesamt eine tolle Leistung. Der späte Siegtreffer war Glück, oder? Das hatte nichts mit Glück zu tun. Wie haben Sie dieses Spiel gesehen? An uns sollte keiner zweifeln. Vielen Dank. Okay.
Oh, ich muss den Kader für die Nationalmannschaft machen. Unsere letzten Testspiele vor der WM sind das wahrscheinlich. Darf ich jetzt auch? Heute nicht, André. Sorry. Heute mal nicht. Passt schon. Ich muss mal gucken, Chat. Grey Power hat gut gespielt gegen China beim 1-0. Ja gut, da kann man es eigentlich nicht bewerten, oder? Leroy war okay, Davis war okay. Davis war gut, Johnston nicht, Leroy war gut. Also Leroy kann man lassen auf jeden Fall. Davis kann man lassen. Adekugbe haben wir. Miller, Kennedy, Waterman und James. Was kann er denn? Stellungsspiel Übersicht nicht. Langer Pass nicht. Haben wir noch einen Außenverteidiger? Ja, Johnston. Ich schau mal nach anderen Außenverteidigern, Chef. Um zu gucken, dass wir vielleicht da jemand besseren noch finden. Der ist halt nicht so gut noch, ne? Er ist halt, ne, auch noch nichts. Ja, dann würde ich Johnston lassen. Miller gut, Kennedy nicht. Waterman nicht. Miller gut,
kenne die Waterman nicht. Kenne die nicht gut, James. Gut. Müller gut. Also James war gut. Kennedy und Waterman waren nicht gut. Bei ihm ist die Beweglichkeit nicht so gut. Die Beweglichkeit und der lange Pass. Er ist langsam, Unbeweglichkeit. Und da ist er auch nicht so gut. Ja, ich überlege, ihn rauszutun. Oha. Kann er nicht. Vielleicht können wir noch einen anderen Innenverteidiger nehmen. Zu offensiv sein. Oh, der ist eigentlich. Nee, der ist nicht gut. Sag mal leise. Der ist halt da gut, da gut. Hat da nichts Grünes. Boah, ich weiß es nicht. 9 IV. Wäre vielleicht nicht schlecht eigentlich. Er ist halt schon älter, muss man sagen. Aber halt auch unbeweglich. Naja, gefällt mir nicht.
Au, nee, au, 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 nee, ja nicht. Ja, ansonsten, ja, du kannst da eigentlich nichts mehr verbessern. Dann schauen wir ins ZDM rein und ja, da schauen wir, da gucke ich mal. Pite war nicht gut. Esther Gui war nicht gut. Pide Esther Gui Thomas. Esther Gui war nicht gut. Kai war gut. Pite war gut. Esther Qui war gut. Pite war gut. Ne, Esther Qui war nicht gut. Pite war gut. Kai war gut. Er war als Ersatz. Jetzt ist schnell die Frage. Kone. Kaye war 8er, Pide war Ersatz 6er. Ja, dann passt es ja mit Thomas. Oder Spawn war. Aber ich sage das, Maler ist der Halbzeit vorbei. Der ist gut. Der hat sich bisher nicht bewiesen, muss man sagen. Ja, okay, ist 36, muss man aber auch sagen. Klar, der hat viele Dinger. Aber was bringt es mir, wenn der sich bisher noch nicht so gut bewiesen hat? Wir schauen erstmal nach anderen ZOM. Er kann halt nur RMLM. Larin kann das auch nur. Der kann es auch nur. Der auch nur. Er kann ZM. Ist jung. Hat 4 Sterne, hat leider nur Mittel. Übersicht, Aggressivität nicht gut. Langer Pass nicht gut, Flanken. Überzeugt mich nicht. Aber. Wobei man muss auch sagen, es muss ja nur Ersatz sein, der jeweilige Spieler. Ja. Nee. Der überzeugt mich nicht. Ja. Ja. Oh, er hat 3-3.
Er ist natürlich nicht so stark. Passen kann er aber. Schießen kann er, Weitschüsse kann er nicht. Ja, das war natürlich blöd. Ausdauer und so. Aber Effe hat er da. Aber überzeugt mich noch nicht. Ne, der überzeugt mich sowieso nicht. Der Spieler überzeugt mich auch noch nicht. Okay. Überzeugt mich nicht. Ich überlege, diesen einen da zu holen. Mokuku. Waterspawn. Habe ich ihn da spielen lassen? Ja, und da war er auch nicht gut. Ich glaube, das ist Blitz. Waterspawn. Weil da habe ich ihn nicht spielen lassen. Er soll ZOM-Ersatz machen für ihn. Dann schauen wir mal nach die Flügelspieler. Backenen war gut, aber nicht.
Cameroon war okay. Haber war nicht gut. Cameroon ist in Ordnung. Buchanan gut. Buchanan. Na? Haber war nicht gut, wie gesagt. Backen Müller. Müller habe ich gar nicht spielen lassen. Backenen. Cameroon war okay, haben wir gesagt. Naja. Buchanan. Haber war nicht gut. Ja, Miller, wie gesagt, habe ich nicht spielen lassen. Ist halt das Passen nicht gut. Flanken kann er. Geht. Ich glaube, der ist irgendwie nicht so gut, Miller. Haber kann flanken, kann dribbeln, kann passen. Ist er denn Weitschüsse und Volleys nicht so gut? Hat nur zwei. Ja, sollte auf jeden Fall rechts spielen, meiner Meinung nach, der Haber. Also ich schau mal nach Müller und Haber. Da war Haber nicht gut. Da war Haber auch nicht gut. Ja. Halleluja. Miller war da nicht gut. Müller Nummer 7 war nicht gut. Haber war nicht gut. Müller Nummer 7. Müller Nummer 7. Müller Nummer 7. Nein, Müller. Müller Nummer 7 und Haber. Ja, aber würde ich eher sagen, Haber vielleicht raus, ne? Colosseo. Kann halt gut dribbeln, ne? Hm.
kannst nicht. Ist mir zu groß für den Flügel. Corbonau habe ich halt schon getestet. David, muss man schauen. Und Corbonau. David war gut. David, Kevin. Kevin war gut. David war gut. Also die Stürmer passen schon. Die Stürmer passen. Kann man absenden. Dann haben wir jetzt noch Anderlecht. Schuranov. Nicht auf der Bank sitzen werde. Jetzt du darfst spielen. Hm.
Wochenende. Hertha kommt danach direkt. Auch wenn es Hertha ist, nur in Anführungszeichen halt. Ne. Na, was ist denn das? Pressekonferenz. Thanks, guys. We're gonna get started with the questions now. Sind Sie heute der Favorit? Was könnte ein Weiterkommen noch verhindern? Wir wollen erneut gewinnen. Und dominieren und so. Wir schätzen ihre Spiele als letztes Spiel ein. Irritiert uns nicht. Ui. So eine Leistung gezeigt, kann das so weitergehen. Wir können noch mehr. Okay, guys. So. Partie spielen. So. Kennen wir einen Spieler jetzt von denen? Oh, Waldschmidt kennen wir auch. So, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Simulation gegen Anderlecht. Viertelfinale. Ja. Champions League. Ja. Das ist ja. Ja, das muss ich ja schaffen mit. Mein Vierter. Eigentlich nimmer. Vielversprechender Steilpass, aber dann holt sich die Abwehr doch noch den Ball bei diesem Steilpass. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Ja. Bremen kann über außen kommen. Zug nach innen. Ja, stimmt. Stark gemacht, das könnte was werden. Manche Abseitsentscheidungen sind knapp, aber die. Naja, die kommt auch mal vor. Nee, Wolf, das hat jeder gesehen und daher kann dieses Tor natürlich auch nicht zählen. Rahman. Ja, ja. Na. Klasse Aktion, Ball ist weg. Diawara. Rahman. Flanke kommt in die Mitte. Das ist das erste 1-0 Anderlecht, jawohl. Natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. 4-1 heißt der neue Spielstand nach beiden Partien. Es geht weiter. Lucas Paqueta. Aber dann verläuft dieser Angriff doch im Sande. Hm.
Lucas Paqueta. Viel Platz auf Außen für Werder Bremen. Gute Chance. Da ist der Ball drin. Schuranov. Erik. Ja. Gesamtspielstand. Nun also 5:1. Weiter geht's. Und jetzt hat er den Ball. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Die Chance. Komm. Und 2:1. Klemen. Der neue Gesamtspielstand hier. Jawohl, wir führen. Stürmer machen's gut. Aber ja. Schauen wir mal, ob wir was wechseln. Noch nicht. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Platz zum Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Waldschmidt. Ja, da ist Platz jetzt. Das ist die Chance. Brillant gemacht. 2:2. Ei, ei, ei. Er steht nun insgesamt 6:2. Weiter geht's in diesem Spiel. Klasse Ball gewesen. Und 3:2 andere. Oh je. Die Abwehr wieder mal. Insgesamt steht es nun 6:3. 3:2 für Anderlecht. Immer wieder diese kurzen, noch. Diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Er kann es machen. Ja, geht weiter. Immer noch gefährlich. Riesenchance. Die Torgefahr. 3:3, Schuhanow. Zeigt es wieder. Nächster Treffer. Doppelpack. Geil, da, was jetzt. Ist da los? 3:3. Irgendjemand nicht fit genug? Ich würde dich mal raustun. Das Sousa mal rein. Jemand nicht glücklich? Jetzt wird er hier gefeiert. Der Ausgleich ist gefallen. Jetzt heißt es 3:3 und vielleicht war das noch nicht alles. Na, immer noch kein Wechsel vollzogen. Macht er ihn! Stark gemacht! 4:3 Anderlecht, was ist da los? Die Abwehr schläft ja komplett heute. Das erlebt man auch nicht alle Tage. So, und da wollen sie jetzt natürlich auch ein klein wenig auf Zeit spielen. Das ist unübersichtlich. Wir gehen komplett auf ständigen Druck. Eber, und das ist schon ein wenig frustrierend für den Gegner. Nur noch der Torwart vor sich. Und 4:4. Der Sousa. Was ist das für ein Spiel? 4:4. Wir haben den Ausgleich und es steht 4:4. Alter. Waldschmidt. Da muss er hin und holt sich den Ball. Und nach vorne. Der Schiri beendet dieses Rückspiel und damit haben 4:4 für hier geschafft. Sie sind weiter. Insgesamt 8:4 und wir sind weiter. Wie der Sieg in diesem Duell einzuschätzen ist, das kann Leverkusen auch weiter. Sehr gut.
Sevilla gewinnt gegen Sporting 3-2 leider. Lyon gewinnt gegen Tottenham 4-2. Wir gewinnen 8-4 gegen Anderlecht. Leverkusen 4-2 gegen Rayo. Neapel 1-0 gegen Gladbach. Schauen wir gleich noch. Villarreal gegen Club Brügge 3-0 leider. Chelsea gegen Lazio 3-0 leider. Und Eindhoven gewinnt gegen Stade Rennes 3-1. Deutsche 2 weiter, eine raus. Millionen kriegen wir. Ich muss öfter spielen, die geringe Anzahl der Einsätze ist nicht gut für meine Karriere. Du gehörst weiter zum Team, mach dir keine Sorge. Du bist ein Vorbild, Junge. So, jetzt schauen wir mal, ob wir die schon sehen, die Spiele. In der Liga sind wir 11. gerade. Gucken wir schnell in die CL. Wobei machen wir davor mal die Europa League. Oh nein, weißt du, wen wir kriegen? Willst du nicht wissen? Chelsea. Ach du Naja, ich spiele ja eh immer Europa League. Aber Rückspiel kann ich dann diesmal nicht simulieren, ne? Chelsea krieg ich. Chelsea. Oh. Neapel, Villarreal, Leverkusen, Lyon, Eindhoven, Sevilla. Aber wenn ich Chelsea schlag, ne? Ha. Aber ich träume ein bisschen, Chelsea schlagen. Atletico gewinnt gegen Ajax leider 6-2. Real gewinnt leider gegen AS Rom 5-4. City gewinnt leider gegen Slavia Prag 7-5. Paris gewinnt leider gegen Man U 5-3. Juve gewinnt leider gegen FC Bayern 4-0. AC Milan gewinnt leider gegen Frankfurt 5-3. Barca ist Müller 2-2. Barca gewinnt im Elferschießen leider. Und Liverpool gewinnt leider 5-3 gegen Dortmund. Alles scheiße. Alle Ergebnisse in der CL. Ach du Scheiße. Alle Deutsche raus. In der CL. Wie geht denn das? Und Bayern waren die schlechtesten. Liverpool gegen Barca, AC Milan gegen Juve, City gegen Atletico und Paris gegen Real. Bayern hätte AC Milan bekommen. Conference League Charleroi Ferencváros. Florenz gewinnt gegen Leipzig, gewinnt 4-0 Sturm Graz. Feyenoord fliegt gegen Genk, Twente verliert gegen Getafe, Midtjylland verliert gegen Gent, jawohl. Und Basel gewinnt gegen Famalicão, sehr gut. Getafe gegen Ferencváros, Basel gegen Charleroi, Gent gegen Leipzig und Genk gegen Florenz. Belgien hier. Schnell mal ganz schnell. City Valencia. City ist in der Champions League dabei.
Malenza ist, glaube ich, nirgendwo mehr dabei, ne? Nee. Aber City ist noch dabei. Dann schauen wir nochmal schnell die Bundesliga-Tabelle an. Auf Platz 4 immer noch 15 Punkte. In 8 Spielen. Also wenn wir... Ja, wir werden maximal 6. eigentlich. Aber wenn wir die Europa League gewinnen, dann schimmeln sie nicht. Ja, und Dortmund zieht weg. Eieieiei. Wir haben 50 Gegentore, ne? Offensiv sind wir ja wahrscheinlich. Ja. Ja, gut. Schalke ist schlechter in der Abwehr. Immerhin. Aber ja, 50 Gegentore sind ein paar zu viele. Hätten wir bloß nicht so viele Gegentore, ne? Aber ich krieg die Abwehr nie in den Griff. Würde ich nicht. So, Chat, dann bin ich jetzt mal offline. Ich wünsche euch eine gute Nacht und danke für den Support und ciao. Mein Stream.